So, immer noch fleißig am Buddeln. Weiter geht's. Hatten am Ende der letzten Folge noch mal ein bisschen Besuch, aber wir müssen sehen, dass wir heute den Kram fertig kriegen. Und ich möchte so viel Zeit es geht noch nutzen, solange es noch hell ist. Also ran ans Werk. Absolut. Deswegen haben wir auch nur eine ganz, ganz kurze Unterbrechung gemacht und sind direkt wieder reingestartet in die Folge. So, wie das hier ist auch merkwürdig. Ah, schon wieder Gegenstand reparieren, das gibt's doch nicht. So, hier weg, das weg. Hier ist ein zu tief gegraben, na egal, wir müssen hier noch einen tiefer. Es ist nicht besonders spannend, was wir hier gerade machen, aber es ist notwendig. Und das ist eben das Entscheidende dabei. Wir machen es, weil es notwendig ist. Und deswegen müssen wir uns mit irgendwelchen merkwürdigen Gesprächsthemen bei Laune halten. Nicht wahr, Flauzi? Ja, weiß ich nicht, was gibt es denn so, worüber kann man sich denn nochmal unterhalten? Werf doch einfach mal ein Thema in den Raum. Tja. Irgendetwas. Ja. Irgendwas haben, wenn es ein bescheuertes Thema ist. Ist doch egal, irgendein Thema. Egal. Ich bin jetzt übrigens fertig. Was jetzt du? Wir müssen ja noch einen tiefer machen. Ich passe den jetzt auch gerade mal auf die Höhe an, wie wir es bei dem anderen hatten. Und dann müssen wir quasi den Graben noch mal einen tiefer setzen. Also wir könnten es gerne so machen, du fängst dann auf der anderen Seite von dem Übergang an und ich gehe in die andere Richtung. Und dann treffen wir uns irgendwo auf halbem Wege. Dann machen wir das mal so. Das klingt gut. Ob das dann auch was bringt, ich weiß ja nicht. Ja, doch, bestimmt. So, also hier nochmal einen runter. Ja, doch. Schon wieder durstig. Der Typ, der säuft auch wie bescheuert, ne? Tja. So, passt das hier? Ja. Ich frage mich, wie andere Let's Player das wohl so machen. Ob die auch einen Graben bauen? Oder eine Mauer? Na, weiß ich nicht. Eine Mauer kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Das ist so... Eine Mauer kannst du einreißen. Ein Graben nicht. Ein Graben ist einfach da. So, was willst du machen? Der Graben, der ist einfach da. Ja, ich meine, die Zombies fangen ja nicht an, hier den Graben, weiß nicht, kaputt zu hauen oder sowas und den auszubuddeln weiter. Insofern, glaube ich schon, dass das auch... Kommt da immer noch hoch, glaube ich. Ich glaube, die kommen da immer noch hoch, wenn man da an einigen Stellen so hoch springt.
Naja, ich meine, du kannst es ja selbst nach ausprobieren, ob du da hochkommst. Ja. Komme ich? Wo bist du denn? Wo denn? Gut, da muss aber schon echt extrem viel. Ansonsten rundet man die Kante hier halt noch ein bisschen ab. Ich glaube, so im Allgemeinen kommen die da nicht hoch. Ernährt sich heute richtig gesund. Ich glaube, ich habe an diesem einzigen Tag heute jetzt schon fast 10 Schnitzel gegessen. Ja, ich gucke immer, ich versuche immer so die Sachen wegzuessen, wo wir immer nur eins von haben, was wir so auch nicht mehr gebrauchen können, damit wir da wieder mehr Platz im Kühlschrank haben. Ist der Graben hier breiter? Ich weiß gar nicht warum. Schlampig gearbeitet. Ja. Naja. Kann halt nicht immer klappen. Besser zu breit als zu schmal. Das ist richtig. Auch schon wieder Ausdauer. Der Typ, der verbraucht aber auch Kalorien dabei, das ist Wahnsinn. Kann man auf jeden Fall gut abnehmen. Ich habe heute wieder gesehen, ich habe ja erzählt, dass ich mir heute nochmal diese eine Szene aus GTA angeguckt habe. Ne? Und da ist mir auch wieder aufgefallen, dass man ja bei GTA San Andreas schon diese Funktion hatte, dass man ja auch dick werden konnte. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Damals auf der PlayStation 2 war das noch gewesen. Och nein. Sie bei dir? Ja. Gut. Die lief hier gerade durch den Graben durch. So. Hey, so viele Zombies. Hey, Zombies, Zombies. So. Ein paar Big Mamas sind noch mit dabei. Zwillingsschwestern. Die sind weg. Da ist ein Kapuzen-Jones. So, der wabert da unten jetzt in dem Ding rum. Ah, doch, da kommt er jetzt wieder hoch. Was aber noch okay ist, weil es ist nach außen hin. Dann glaube ich alle. Jetzt hat mein Kerl dafür aber wieder Hunger. Vielleicht mal wieder was zu beißen holen. Lecker, lecker, lecker. So.
Oh, es wird dunkel. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ah, schon wieder reparieren. Könnte doch ein bisschen knapp werden mit der Schaufel. Einen könnte ich sogar im ganzen Zweifel noch machen. Einen Kleber haben wir, glaube ich, noch in der Truhe. Aber wir ziehen da durch. Du hast den Typ auch schon wieder. Wo bist du jetzt gerade? Graben. Ja, das ist mir schon klar, aber wo im Graben? Rechts vom Haus. Okay, also du bist noch nicht auf der Längsgerade so gesehen. Ja gut, stimmt, du brauchst ja auch ein bisschen länger als ich, weil du hast ja auch eine Steinschaufel. Ist richtig. Möchte nicht wissen, wie viel Leben wir am Ende haben. Doch. Ein bisschen zumindestens. Weiß noch, als wir mal Lehm gebraucht haben. Das war, als wir die Schmiede gebaut haben. Damals. Das war noch was. Vor gar nicht allzu langer Zeit. Oh. War eine dicke Biene, sehr bekannt. Eine dicke Biene auch noch. Ja. Eine dicke Biene, sehr bekannt. Von der sprach alles weit und breit. So, machen wir mal hier ein bisschen Also wenn du weg. die Seitenwände ein bisschen dünner machst, also nicht so ganz ausbuddelst, aber so ein bisschen, dann kommst du da nicht mehr hoch. Aha. Also wenn du da so einmal gegenkommst. Guck mal gerade hier an dieser vakanten Stelle. So, hier geht's noch. So. Jetzt hier nämlich auch nicht mehr hoch. Ja, gut, hier geht's noch. Ja, nu. Das soll schon irgendwie. Immer ist alles kaputt. Ja, gut, das geht mir aber auch so. Ah, ich brauche wieder Ausdauer. Ich will mir aber erst wieder was zu essen holen, wenn es dunkel ist. Ich muss jede Sekunde des Lichtes noch nutzen. Licht. Echt, das ist so kacke ohne Licht. Vor allem der Mond kommt doch bestimmt hier unten in den dunklen Schacht gar nicht rein. Nee.
Vielleicht sehe ich dich bald. Hoffentlich. War frustriert schon. Habe ich da schon wieder jemanden? Okay, scheinbar nicht. Gerade erst so angehört, als wenn ich wieder schon wieder irgendwelche Fußstapfen höre. So, wie ist das jetzt? Kommt man denn hier jetzt noch hoch? Hier geht es. Hier glaube ich nicht. Ja gut, mit so ein bisschen Übung geht das auch. Mal irgendwie so ein bisschen... Ja, mal gucken. Lautzi! Hallo! Ah, wir haben jetzt noch diese Längsseite und dann sind wir fertig, glaube ich, oder? Ja. Sehr schön. So, wieder Durst. Stimmt, der müsste auch mal was essen, der Junge. Graben, graben, graben ist ein schönes Wort. Nee. Guckst du eigentlich das Dschungelcamp? Nee. Okay. So, okay, jetzt hole ich mir doch was zu essen, weil es wird schon rot, das Symbol. Ich glaube, da ist es doch besser. Oh, ich habe, glaube ich, schon seit 2 Jahren kein Fernsehen mehr. Nur noch Netflix. Stimmt. Oh Mann. So, dann wird es wieder Nacht. Steigt langsam wieder die Ausdauer. Ausgezeichnet. Ausgezeichnet. Ich habe aktuell 4.399 Leben. Nee, Entschuldigung, 10.399 Leben. Gott. Ich habe einen 6.000er Stack, also ich weiß jetzt, dass man kann bis 6.000 Leben stacken. Ich kann gar nichts mehr sehen. Oh. Das ist, es ist dunkel. Sehr dunkel. Dezent. Warte mal. Da müssen wir doch mal was machen hier. Lass mich doch davon jetzt nicht mehr unterkriegen. Wie war das jetzt nochmal? Okay, Stofffetzen. Zwar hier.
hier. Kleber haben wir, glaube ich, noch hier irgendwo drin gehabt. War hier. Einmal Klebeband. Dann brauchte ich dafür noch ein gespieltes Eisen. So. Weg. Reparaturkits. Achso, ich muss erst das Klebeband machen. Ja, nee, ist klar. So. Achso, ich muss mal wieder ein paar Flaschen Wasser mitnehmen. So, das soll doch jetzt gehen, oder nicht? Jo. Können wir ja hinterher wieder abnehmen. Ist nur temporär. Dann sehen wir wenigstens, wo wir hinbuddeln. Ja, wo buddeln sie denn? Ach, schon wieder kaputt. Immer kaputt alles. Wir kommen uns immer näher, Flotzi. Gott sei Dank. Dum, 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 dum. Was denn? Sehr schön. Ist doch schön alles fein säuberlich. Ja, ich habe ja gesagt, wenn du die Kanten hier ein bisschen anhaust, dann fahrt er nicht mehr so leicht rüber. Gut, das ist ja Feinjustierung, die kann man sonst morgen noch machen, wenn es wieder hell ist. Bis man überhaupt erstmal rauskommt. So, ja, die Ecke, die hier ist ein bisschen ugly, die Ecke. Die ist irgendwie so ein bisschen missraten. Dann mache ich jetzt quasi... Ich sag mal so, nicht schön, aber was willst du machen? Ja, das ist richtig. So, hier mache ich nochmal eben... Dann haben wir jetzt Favoriten Holzstachelfallen. Da mache ich jetzt mal ein paar. Ah.
So muss das sein. Genau so. Und nicht anders. Richtig. So, 5er Breite. So. Nummer 5. Huch. Kommt die nämlich auch nochmal hier vor. Wir können sogar irgendwann welche aus Stahl machen. Mittlerweile haben wir ja die notwendigen Voraussetzungen dafür. Jau. Und die halten, glaube ich, auch ein bisschen besser. So, 3 Reihen Stachelfallen. Maschendrahtzaun. Nein, das ist kein Maschendrahtzaun. So, dann müssen wir jetzt eigentlich safe sein hier drin. Was mal. Zumindest ein bisschen mehr als vorher. Das ist wahr. Das ist wahr. Dann kann man da morgen, wenn es hell ist, nochmal vielleicht so ein paar Ausbesserungsarbeiten machen. Aber ansonsten läuft es eigentlich. So, was ich jetzt auf jeden Fall nochmal mache, die Skillpunkte verteilen, die ich die ganze Zeit gesammelt habe. Wie habe ich denn jetzt? 3 Stück? Ach, ja. Und dann würde ich sagen... Dann gucke ich nochmal, dass ich so ein bisschen hier auf den glücklichen Sammler gehe, damit ich dann so vergrabene Schätze ein bisschen besser sehen kann. Damit ich dich besser sehen kann. Zack. Ach, verdammt. Altstoffsammler kann ich verbessern. Müssen wir mit dem Plünder das nur zurücklassen. Fertige Schraubenschlüssel der Qualität 3, verursacht 20, wenn du sammeln 40, wenn du zum zerlegenden Schraubenschlüssel verwendest. Ist okay. Messer knacken geht noch nicht. Gut, dann machen wir hier nochmal. So. Dann sind die mindestens mal weg. Da steht der Jägersmeister wieder. Ja, ich mach mal gerade. Ich will hier, dass mein Jagdgewehr noch mehr Wumms hat. Ah, okay. So, Bruchsand habe ich auch. So, Tierfett. Die 3 Fackeln packe ich mal hier mit rein. Habe ich noch ein bisschen Pflanzenfasern gesammelt. Haben wir jetzt 1508. Man so alles findet, wenn man ein bisschen gräbt. Achso. So, ich habe jetzt mal das, was ich gesammelt habe, hier reingepackt. Wir haben jetzt insgesamt rund ja, etwas mehr als 15.000 Lehm in der Truhe. Das reicht erstmal wieder ein bisschen. Ja. Was man hat, hat man. Und wir brauchen immer noch diese mechanischen Teile. Damit brauchen wir erstmal ein Dingens. Was? Ein Schraubenschlüssel. Das geht ja nicht, weil wir brauchen für einen Schraubenschlüssel auch mechanische Teile. Es sei denn, wir finden einen. Es sei denn, wir finden einen. Das ist richtig. Das ist so deine Ecke, ne? Ja, du hast hier so schön alles im Blick. Wir müssen uns hier nochmal irgendwann so einen schönen Balkon bauen. Jo, das stimmt.
Ja, da können wir dann irgendwie immer schön draufstehen und die Folge beenden, während wir auf den See drauf gucken. Ich meine, wir haben zwar den einen Baum, der hier ein bisschen vorsteht. Den würde ich da auch ganz gerne lassen, weil der auch schön ist, aber dann hier vorne mit unserer Einfahrt. Das komische Auto machen wir mal weg, da packen wir uns irgendwann mal ein paar Fahrräder oder sowas hin. Ein richtiges Auto. Eigentlich bräuchten wir noch mal so eine Zugbrücke, die wir hoch und runter machen können, damit wir quasi auch mit den Sachen rauskommen hier. Weil ich meine, die Wege sind ja jetzt versperrt. Ja, stimmt. Naja, gut, was soll's. So, dann lass uns mal die Folge beenden für heute. Und dann, du stehst im Bett. Guck mal. Stimmt. Das ist, ja, auf jeden Fall. Ist nicht schön. Mann, Mann, Mann. So, ja, liebe Freunde, wir haben es geschafft, den Graben auszuheben. Wir waren beim Händler, also wir haben heute ein bisschen was gemacht. So ist es ja nicht. Und darauf lässt sich dann am nächsten Mal anknüpfen. Mal gucken, was es dann so Schönes wieder gibt. Und ja, bis dahin auf jeden Fall. Danke fürs Zusehen und adios, amigos. tschüss.